Heute möchte ich gerne zeigen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Wäsche wieder frisch bekommt. Ne? Ihr kennt es ja. Die Wäsche, die wird durch das des öfteren Waschen in der Waschmaschine oft ausbleichen, Farbe verlieren etc. Woran liegt das? Primär liegt das daran, dass wir ja Waschmittel benutzen. Ne? Da gibt es ja verschiedene Waschmittelarten etc. Und diese Waschmittelarten haben natürlich auch Seifenanteile. Und diese Seife geht dann zwischen die Fasern eurer Wäsche und, ich will jetzt nicht sagen, verklebt die. Ja, doch, sie verklebt ein wenig, aber das ist alles auf ganz kleiner Ebene, auf mikroskopisch kleiner Ebene und setzt sich dann da zwischen die Fasern ab. Dadurch ist natürlich die Lichtbrechung eurer Wäsche, wenn ihr die tragt, für andere Menschen und euch selber, anders, als wenn diese sozusagen frei wären. Und um das wieder hinzubekommen, könnt ihr natürlich chemische Mittel benutzen, ohne Frage. Da geht zum Beispiel Essig, Zitronensäure oder natürlich auch Aufhellmittel, Bleichmittel etc. Alles Mögliche ist klar. Aber es geht auch was viel Cooleres und das hat eigentlich jeder, der ein bisschen am Kochen ist. Pfeffer, schwarzer Pfeffer, gemahlen. Den geben wir ganz einfach zur Wäsche dazu. Das heißt also, wir nehmen jetzt, ich habe schon ein bisschen reingepackt, na, in der Wäsche ist schon ein bisschen drin. Oder wir packen noch was ein. Also ihr geht einfach hin, schmeißt ein bisschen Wäsche rein. So. Dann geht ihr hin, holt einen Teelöffel voll mit dem besagten Pfeffer. Ballert das in die Waschkammer mit rein. Und was macht denn der Pfeffer jetzt? Der Pfeffer geht jetzt hin und ist wie so ein Schmirgelpapier. Das rotiert. Die Trommel rotiert ja beim Waschen und wird dann die Wäsche bewegen. Und dann kommt der Pfeffer ins Spiel. Der Pfeffer reibt an den Fasern ein wenig. Dadurch löst er auch die Seifenanteile raus. Und danach habt ihr wieder ein wenig mehr Shining in eurem Wäschestücken drin. Das heißt also, es ist ein optischer Aufheller. Er macht einfach eure Wäsche wieder schöner. Das gibt es auch chemischer Basis, natürlich. Das sind dann Aufheller etc., die ihr nutzen könnt. Aber Pfeffer ist günstig, biologisch abbaubar. Und wenn das durchgewaschen ist etc., werdet ihr dann so scharf wie Pfeffer sein danach. Nein, der Pfeffer wird natürlich abgetragen. Der ist dann fort und wird einfach mit dem Abwasser weggespült am Schluss, hat aber während des Waschprozesses seinen Job erledigt. Wichtig ist halt nur, dass ihr den Pfeffer in die Wäsche packt, ne, schön verteilen drumherum. Das heißt, geht ruhig hin, träufelt ihn drüber, so wie ihr das auch bei einem Gericht machen würdet. Dann ladet ihr noch mehr rein, versucht immer die Trommel so voll wie möglich zu halten und dann dosiert ihr ganz normal das Waschmittel und könnt loslegen. Das ist die Alternative zu einem Aufheller, ja, schwarzer Pfeffer. Es sollte aber schwarzer Pfeffer sein und der sollte auch gemahlen sein, also fein. Keine Pfefferkörner, die helfen uns leider nicht. Wir brauchen eine große Auflagefläche und ein Teelöffel reicht pro Wäsche. Wenn ihr das mehrere Male wiederholt, also mehreren Waschgängen wiederholt, werdet ihr dort sehen, dass eure Wäsche ein wenig mehr von eurem Glanz wie früher zurückerhalten hat. Nice, oder? So, jetzt packen wir alles rein, bis die Trommel voll ist. Denn das ist auch wichtig, nicht halbvolle Trommeln oder so benutzen. Immer versuchen, die Trommel voll zu kriegen. Was aber wichtig ist, vielleicht noch so ein paar Zentimeter, also so 4 bis 5 Zentimeter sollten noch Platz sein zwischen Trommel, Oberseite und der Wäsche. Okay, wenn das erledigt ist, können wir hier jetzt die Schotten schließen. Dann ist es ganz wichtig, immer zu gucken, ob Wasser aufgedreht ist. Der Wasserhahn muss nach links gedreht sein. Rechts ist zu, links ist auf. So wäre zu, so ist auf. So, Wasserversorgung ist also da. Dann gehen wir hin und öffnen das Waschmittelfach. Hier kommt nämlich jetzt noch unser Waschmittel rein. Das Waschmittel dann so wählen von der Art der Wäsche, die ihr benutzt habt. Ja, entweder ihr nehmt Colorwaschmittel bei kolorierter Wäsche, also farbiger Wäsche, oder Weißwaschmittel bzw. Universalwaschmittel bei weißer Wäsche.
Wichtig ist nur bei unserer Wäsche jetzt, dass wir nicht zu hohe Temperaturen ballern. Aber erstmal zurück zur Tabelle hier. 4 bis 5 Kilo, weich, ne, mittelhart. Das ist die Härtegrad eures Wassers. Das könnt ihr bei den Stadtwerken erfahren. Und dann die Menge nehmen, die hier steht. Wenn es sehr stark ist, 180 Milliliter. Wenn es leicht ist, 60, beziehungsweise bei hartem Wasser etwas höher. So, dann nehmt ihr also das Waschmittel und packt das, wenn es Pulver sein sollte, in Fach Nummer 2. Dann schließen. So, jetzt geht es darum, wir wollen ja jetzt die Wäsche waschen. Und die Wäsche soll ja auch schön weich werden und gereinigt werden etc. Jetzt gehen wir hin und werden nicht High Power hoch heiß machen, sondern wir werden auf 40 Grad machen. Ihr könnt auch 50 Grad machen, wenn eure Maschine das unterstützt. Und dann können wir hier diesen Waschgang starten. Es ist halt nur wichtig bei diesen Sachen, die wir jetzt anwenden, sprich dieses Alternativmittelchen benutzen, dass wir dort nicht in den hohen Temperaturbereich gehen, wie 60, 70, 80, 90 Grad, das wäre zu heiß. Also bleiben wir schön gechillt bei unseren 40 Grad und das sollte eure Wäsche wirklich gut durchhalten. Kein Ding, sage ich euch. Dann auf Start drücken und die Wäsche beginnt mit einer Reise zur Weichheit und zur Pflege zurück. Das ist doch mal was, oder? So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!